Videos aufnehmen und bearbeiten, versteckte Windows-Funktionen, Untertiteleinstellungen und mehr erwarten dich heute in der neuen Microsoft Evergreen-Episode bei Nubo Radio. Wir waren wieder auf der Suche nach den Neuerungen bei Microsoft und haben mal das für uns Wesentliche, es gab noch einiges mehr, für euch zusammengefasst und wie immer mehr in der Episode. Und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und wir werfen heute zusammen einen Blick auf 4 oder 5 wesentliche Änderungen, Dinge, die du sehr gut in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst, in Microsoft 365. Und dazu starten wir zuallererst mit einem kleinen Blick nach Windows 11. Denn auch da gibt es eine winzige Änderung, die aber sehr, sehr viel Mehrwert bieten kann. Also wer von euch kennt das nicht? Ihr habt im Explorer zum Beispiel euer OneDrive offen, habt noch lokalen Speicherort, weil ihr irgendwas Größeres abgelegt habt, was ihr noch bearbeiten wollt, bevor es gesynkt wird. Zum Beispiel mache ich zum Beispiel häufiger mal so. Und hab vielleicht noch einen zweiten OneDrive-Ordner offen, hab noch mein persönliches OneDrive offen. Naja, auf jeden Fall, es stapeln sich so die Fenster und man findet sich eigentlich gar nicht so zurecht. Da gibt's jetzt eine kleine Neuerung. Und zwar, ähnlich wie ihr das von einem Browser kennt, hat der Windows Explorer dann künftig Tabs oberhalb. Und diese findet ihr oberhalb von der Menüleiste und könnt ihr einfach per Plus hinzufügen und dann kriegt ihr da einen neuen Tab und ihr habt gar nicht mehr dieses Bildschirm oder dieses Fensterchaos an der Stelle. Wir finden, das ist eine ultra praktische Funktionalität. Und wenn nicht sogar das Feature gerade, also ich find's mega geil. Wie findet ihr denn die Funktion? Lasst es uns wissen, über Social Media, Instagram, LinkedIn, Xing, wherever. Lasst uns eine Nachricht da über die Homepage. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Was gibt's sonst noch so Neues? Gucken wir mal Richtung Stream. Video Recording ist angekommen in Stream. Ganz neu. Und zwar, sobald wir auf Stream unterwegs sind, finden wir oben links den Neu-Button und über den können wir künftig eine Aufzeichnung starten. Das heißt, da finden wir auf der einen Seite die Kamera oder die Bildschirmaufzeichnung. Über die Aufzeichnungsfunktion könnt ihr dann zum Beispiel auswählen, ob ihr nur als Person gesehen werden möchtet in dem Video, also zum Beispiel eine Ansprache aufnehmen möchtet oder eine Videobotschaft aufnehmen möchtet oder aber ob ihr mit der Aufnahme einen Inhalt teilen möchtet, also zum Beispiel den ganzen Bildschirm oder nur eine einzelne Applikation daraus. Für wann ist das praktisch? Also zum Beispiel, wenn wir wenn wir eine Schulung aufzeichnen möchten und oder ein Schulungsvideo aufzeichnen möchten und da haben wir dann eine super Möglichkeit, einfach hier unseren Bildschirm mitzuteilen und mit aufzuzeichnen. Und wir haben auch ergänzend so ein bisschen, wir kennen die Funktion schon von PowerPoint Cameo oder von Cameo, dass wir uns mit in das Bild setzen können und können uns dann entsprechend groß, klein, mittig, links, rechts, oben, unten mit dem Hintergrund entsprechend in dem Bild, in der Aufnahme platzieren und können so natürlich auch vielleicht anschaulich oder sehr persönlich oder aktivierend wirken in dem Ganzen und uns da entsprechend in das Video mit reinschneiden. Wenn wir die Aufnahme mit einem Hintergrund starten, dann geht's auch schon direkt los und wir können über nach dem Countdown läuft einfach die Aufzeichnung und wir können uns darauf einstellen. Bei Bedarf können wir die ganze Aufzeichnung auch noch zum Beispiel mit Musik hinterlegen, um vielleicht eine Dramaturgie zu erreichen. Also wir haben hier sehr, sehr viele Optionen, die es vorher so an der Stelle noch gar nicht gegeben hat. Und die uns das Leben da an der Stelle für den Videoschnitt, für die Videobereitstellung doch schon sehr, sehr viel einfacher machen. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, das Video auch noch zu gestalten. Also wir können Text natürlich hinzufügen, wir können etwas zeichnen, ein Emoticon einfügen, einen Filter fürs Video benutzen, Rahmen, Boards oder etwas, worauf wir schreiben können. Und wir können natürlich auch eigene Bilder einfach an der Stelle einfügen. Und das ist schon sehr, sehr cool. Also gerade wenn wir sagen, wir wollen einen Webcast oder eine Websession aufnehmen und
das Ganze dann auch so ein bisschen interaktiv vermitteln und zur Verfügung stellen, dann können wir da schon sehr, sehr coole Settings mit aufbauen. Wer von euch hat diese Funktion denn schon genutzt, beziehungsweise nutzt das vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon? Lasst es uns gerne wissen. Und kommt als Gast, um von euren Erfahrungen zu erzählen, meine Beschreibungen zu ergänzen. Und ja, wir sind neugierig auf eure Meinung zu dem Thema. Wir empfehlen auf jeden Fall, probiert es aus, testet es, schaut euch die Funktion an, mega cool und ja, los geht's. Was gab es sonst noch so Neues? Wir haben noch bei OneDrive einmal reingeguckt, denn auch in OneDrive wird es dieses Jahr nochmal Neuerungen natürlich geben. Und bis jetzt können wir da Folgendes zu berichten. Also du hast dich vielleicht auch schon öfter gefragt, wo die ganzen Dateien sind, die mit dir so geteilt wurden. Und das war in der Vergangenheit schon etwas eher chaotisch gelöst, könnte man so sagen. Und auch in einem Register natürlich zu finden. Und da gibt es jetzt einen Ordner, der heißt geteilt. Und in dem Ordner findest du alle Dateien, die mit dir geteilt wurden und du mit anderen geteilt hast. Soweit keine große Neuerung. Was allerdings neu ist, ist einmal die Möglichkeit, dass wir Filter setzen können. Also wir können sagen, alle Dateien, Folder, Word, Excel, PowerPoint, PDF. Wir können in der OneDrive-Oberfläche suchen. Wir sehen mehr Details und wir bekommen auch mehr Details an der Stelle mit angezeigt. Heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, zum Beispiel den Zugriff direkt von hier aus zu verwalten, zu steuern. Wir können den Link kopieren, wir können die Datei herunterladen, wir können Favoriten setzen an der Stelle. Also wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten, als wir das vorher gehabt haben. Auch richtig cool gelöst. Aktuelle Verfügbarkeit nur in der OneDrive-Oberfläche, also OneDrive im Web, noch nicht auf dem Client. Mal schauen, ob da vielleicht noch eine Lösung kommt, wo sie uns das ein bisschen übersichtlicher anbietet. Last but not least, wir wollen Teams ja natürlich nicht in dieser Runde vergessen. Das heißt, wir haben auch Neuerungen in Microsoft Teams und zwar den Untertitel in einer Teams-Besprechung. Das heißt, dazu braucht ihr die Preview-Version von Microsoft Teams, die schon bei vielen vermutlich verfügbar, eventuell durch eure Administratoren deaktiviert. Bei uns im Tenant ist sie ausgeschaltet. Ich nutze sie ehrlich gesagt aktuell noch nicht, weil mir zu viele Dinge noch fehlen, beziehungsweise nicht richtig oder nicht gar nicht funktionieren. Und mit den Untertiteln hast du die Möglichkeit, über das Menü, über die drei Punkte, also über weitere, und da kannst du auf Sprache und Sprechen gehen und kannst dort den Live-Untertitel aktivieren. Und dieser wird dann wie gewohnt unterhalb des Besprechungsbildes einfach angezeigt. Das Besondere ist, dass du gleich rechts davon auf die Einstellung klicken kannst und das Fenster auf der rechten Seite mit den Untertiteleinstellungen öffnen kannst. Und hier kannst du einmal prüfen, welche Sprache gesprochen wird. Das ist also deutlich einfacher als vorher. Kannst die direkt auch anpassen, damit es vielleicht ein bisschen besser erkannt wird, wenn ihr in Englisch sprecht oder wenn ihr ins Englische wechselt vielleicht, weil nach einer halben Stunde ein Kollege dazukommt, der nur Englisch spricht. Oder du kannst auch Schriftgröße und die Farbe des Untertitels anpassen, falls du es eventuell nicht lesen kannst, weil der Kontrast nicht hoch genug ist oder aber die Größe zu klein. Ebenso ist es, dass du für dich den Live-Untertitel übersetzen kannst. Also wenn das natürlich aktiviert ist, setzt es immer voraus. Heißt, wir können auch, wenn wir Deutsch sprechen oder wenn alle im Termin zum Beispiel auf Englisch kommunizieren, wir uns aber nicht ganz so sicher sind vielleicht, was da jetzt gerade so gesprochen wird. Wir verstehen das so grob. Mit dem Untertitel wäre es vielleicht nochmal ein bisschen einfacher an der Stelle. Dann können wir das auch einfach nochmal aktivieren oder vielleicht auch für die, die kein Deutsch als Muttersprache haben, wenn es für die einfacher ist, dann stehen ganz viele verschiedene Sprachen von Schwedisch, Slowakisch, Tschechisch, Türkisch und Co. zur Verfügung, die einfach in den Untertitel gebracht werden können und von der Ausgangssprache, die halt gesprochen wird, dann entsprechend der Untertitel einfach direkt per KI übersetzt wird. Sehr, sehr spannendes Thema, sehr cooler Anwendungsfall für die ganzen Übersetzungsthemen, finde ich persönlich. Wie gut es dann funktioniert, wird die Praxis an der Stelle zeigen. Ich bin sehr neugierig und freue mich auch hier, wenn es Feedback von eurer Seite zu dem Thema gibt. Wie immer findet ihr uns auf Instagram, auf LinkedIn oder über unsere Homepage natürlich auch den Podcast www.nuboworkers.com. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da auf Apple Podcast zum Beispiel
Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst du uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken!